Herr Professor Fegert, was macht ein Kinder- und Jugendpsychiater auf dem Kongress von der Unfallchirurgen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt und ich wäre vor Jahren wahrscheinlich auch nie hierher gekommen, weil unsere Medizin ist heutzutage so in Fachgebiete eingeteilt, dass wirklich die Unfallchirurgie weit weg von uns scheint. Wir haben in Ulm ein Zentrum für Traumaforschung gegründet. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir klinisch gut zusammenarbeiten, weil tatsächlich, wenn in einer Familie ein Unfall passiert, zum Beispiel im Haushalt oder im Garten, sind alle davon berührt. Dann sind auch Fragen, wer war schuld, wer hat nicht aufgepasst, hat ein Kind ein anderes verletzt. Das waren schon immer Fälle, wo wir sehr gut zusammengearbeitet haben oder auch in der Begutachtung zu Traumafolgen. Was aber, glaube ich, sehr viel stärker in den Mittelpunkt gekommen ist, ist heutzutage das Wissen, dass wir wissen, dass zum Beispiel Kindheitserlebnisse, was meine Spezialität ist, also die Folgen von Vernachlässigung, von sexuellem Missbrauch, von Misshandlung, auch die Wundheilung und die spätere Verarbeitung, Entzündung, Immunologie beeinflussen. Also wir haben letztendlich eine grundlagenmedizinische Strecke, die eigentlich Traumaverarbeitung, auch die Verarbeitung von akuten Traumata, die Stressreaktion im Prinzip beeinflusst. Und damit haben wir eigentlich über die Lebensspanne eine Traumasensibilität, die mit den frühen Belastungen beginnt, die aber auch oft mit den psychischen Folgen, die nach einem akuten körperlichen Trauma einhergehen, verbunden sind. Und da haben wir uns gesagt, wir müssen in der Medizin auch zunehmend wagen, nicht nur in den nah beieinander liegenden Fächen interdisziplinär zu arbeiten, sondern wir müssen diese große Brücke versuchen zu spannen. Und das ist nicht einfach, auch von den Abläufen, sage ich mal, uns Psychos und die Chirurgen in ein Boot zu bekommen. Ja? Aber ich glaube, es ist wirklich absolut wertvoll. Und wenn man die Dimension sieht, körperliche Traumafolgen liegen von den Folgekosten für die Gesellschaft ungefähr bei 40 Milliarden Euro pro Jahr. Die psychischen Folgen werden bei 30 bis 40 Milliarden geschätzt. Da sind sicher auch einige Überschneidungen mit drin. Die Dimension liegt aber, wenn Sie sich das vorstellen wollen, deutlich über dem Wehretat. Ja? Allein die Folgen dieser frühkindlichen Traumata, Misshandlung, Vernachlässigung, Missbrauch, liegt bei 11 Milliarden, wie wir in der Studie für das Bundesfamilienministerium zeigen konnten. Das heißt, es sind riesige gesellschaftliche Dimensionen. Daraufhin hat auch die UN hingewiesen, weist die Weltgesundheitsorganisation, die WHO hin. Wenn Sie sich aber mal umschauen, ist Trauma irgendwo bei den Leuten im Kopf, im Bewusstsein? Die Deutsche Krebshilfe kennt jeder. Es gibt Events zugunsten von krebskranken Patienten, all das was ist enorm wichtig. Wir haben aber eigentlich kaum Solidarität mit den traumatisierten Patienten. Wir haben keine gesellschaftliche Haltung, die ein Verständnis für die Belastung aus Unfällen, aus anderen Traumata aufbringt. Und ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe, dass wir neben der Grundlagenforschung auch ein stärkeres Verständnis wecken, warum diese Belastung eine der großen medizinischen Herausforderungen gerade in den entwickelten Gesellschaften ist. Und Sie beschreiben hier, wie wichtig das ist, aber wir stecken sozusagen am Anfang dieser Erforschung, also der tieferen Erforschung von Zusammenhängen von psychischen und physischen Traumata. Das heißt, dass jetzt, wenn Sie ein 50-jähriges Unfallopfer sich vorstellen, dass es eine Relevanz haben kann, ob dieses, wie die Kindheit dieses Unfallopfers verlaufen ist. Wie will man das erheben? Kann man einen schwer verletzten Patienten dazu befragen, ob er eine glückliche Kindheit hatte? Ja, akut sicher nicht. Akut geht es einfach um die Primärversorgung. Aber wir wissen zum Beispiel, wir haben von Ulm aus die Begleitforschung für die Bundesregierung gemacht, als der sexuelle Missbrauchsskandal aufkam. Da haben sich über 20.000 Personen anvertraut, was ihnen in ihrer Kindheit passiert ist. Viele haben auch berichtet, wie ihre medizinische Lebenslaufbahn war und wie viele Folgen sie davon getragen haben, wie schlecht sie mit anderen Stressbelastungen, mit späteren Unfallfällen und so weiter umgehen konnten. Also wir wissen, sag ich mal, aus dem Sachverstand der Betroffenen, eigentlich sehr, sehr viel über die Zusammenhänge. Und wir reden ja heute in der Medizin häufig über den gläsernen Patienten, über Big Data. Das sind auch heikle datenschutztechnische Dinge. Aber wir können natürlich uns auch vorstellen, dass man insgesamt in der Medizin eine stärkere Sensibilität
für solche Vorbelastungen entwickelt. Es macht einfach einen Unterschied, ob eine Frau zum Beispiel eine Vergewaltigung erlebt hat, wie sie dann quasi mit einer Verletzung im Unterleibsbereich und so weiter umgeht. Insofern denke ich, dass wir eine höhere Traumasensibilität in der Medizin brauchen, aber auch in der Gesellschaft draußen. Und deswegen haben Sie ja jetzt auch eine Trauma-Stiftung gegründet? Ja, das war eigentlich eine Idee, die wir mit unseren Unfallchirurgen, mit Herrn Professor Gebhardt gemeinsam hatten, dass wir sagten, wir wollen nicht unsere einzelnen Partialstiftungen, die wir alle haben, für die Fachgebiete hier weiter voranbringen, sondern wir wollen eigentlich diesen Traumabegriff, der psychisches Trauma und das physische Trauma mit einschließt, in den Mittelpunkt stellen und wollen hier eine Stiftung gründen, die Forschung fördert, die in der Gesellschaft aber auch ein Bewusstsein dafür weckt, auch für Prävention. Ich kann ja auch Unfälle vermeiden. Wir müssen, glaube ich, sehr viel im Bereich Prävention und auch Information der Kollegen, Dissemination tun. Und das hat sich die Traumastiftung ganz jung jetzt auf die Fahnen geschrieben. Und wir wünschen natürlich, dass dieses Kind wächst und irgendwann auch mal so bekannt ist wie die großen Akteure im Gesundheitsbereich. Ich glaube, das Thema ist es wert, dass man hier auch mal spendet. Und jetzt steht ja dann Weihnachten vor der Tür. Vielleicht spricht es den einen oder anderen oder die eine oder andere ihrer Netzwerknutzer an. Und sie gehen mal auf die Seite der Traumastiftung und unterstützen uns. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke.